Ich möchte in diesem Video die Begriffe Stromstärke, Spannung und Leistung in einer Parallelschaltung betrachten. Ich beginne aber erstmal mit einem ganz einfachen Stromkreis, der nur aus Quelle und einem Verbraucher, sagen wir mal einer Lampe, besteht. Und überlege mir, wo ich ein Strommessgerät und ein Spannungsmessgerät einbauen müsste, damit die anzeigen, wie groß die entsprechenden Werte jeweils sind. Also ich habe ein Strommessgerät in Blau. Zeigermessgeräte kriegen dieses Symbol in Schaltkreisen. Und ein Spannungsmessgerät, das mache ich mal in Orange. Um die richtig einbauen zu können, brauche ich die richtigen Vorstellungen dazu. Und ich habe ja dazu die Vorstellung, dass der Stromfluss sowas ist, was ähnlich ist wie ein Wasserfluss, bloß eben mit unsichtbaren kleinen Elektronen. Das heißt, die kommen hier aus dem Minuspol heraus, fließen durch die Leitung, fließen durch die Lampe und wieder zurück zur Quelle. Und damit ich den Stromfluss messen kann, muss ich das Strommessgerät also dort irgendwo in das Kabel einbauen. Physiker nennen das in Reihe. Dabei ist es egal, ob das Strommessgerät vor oder hinter der Lampe eingebaut ist, denn der gleiche Strom, der in die Lampe reinfließt, fließt auch wieder zurück zur Quelle. Ich habe dazu ein kleines Experimentvideo gemacht, den Link gebe ich euch dann. Wichtig ist dabei, dass das Strommessgerät den Stromfluss nicht behindert. Das heißt, das Strommessgerät ist wie ein geschlossener Schalter und das schreibe ich jetzt auch einfach mal dazu. Der Begriff Spannung ist in der Sekundarstufe 1 etwas schwieriger zu fassen. Man kann sich einen Unterschiedzustand vorstellen, der zwischen zwei Kabeln herrscht und den der Stromfluss aufzuheben versucht. Das heißt also, die Spannung liegt zum Beispiel zwischen diesem Kabel hier oben und dem Kabel da unten an. Ich kann die Spannung über der Quelle messen, das wäre dann zum Beispiel so. Genauso gut könnte ich aber auch die Spannung über der Lampe messen, das ist die gleiche. Die Strommessgeräte als geschlossener Schalter verändern dabei die Anzeige nicht. Das Spannungsmessgerät muss hingegen ein offener Schalter sein, denn ansonsten würde ja der Strom einfach hier durchfließen und da ein geschlossener Schalter keinen Widerstand darstellt, wäre das dann ein Kurzschluss und würde mir das Gerät zerstören. Ich mache das mal wieder weg und schreibe offener Schalter dazu. Jetzt mache ich aus diesem einfachen Stromkreis mal eine Parallelschaltung. Das geht ganz einfach. Ich baue den Stromkreis wieder auf, so wie er war, und füge eine zweite oder von mir aus auch später noch eine dritte Lampe parallel dazu an. Überlegen wir, was nun mit dem Stromfluss passieren müsste. Wir hatten gerade bei einem Realexperiment durch die Lampe einen Stromfluss gehabt von 60 mA. Tatsächlich kann man dann nachmessen, auch durch die andere Lampe fließen 60 mA Strom. Und das Ganze kann man sich dann wie ein Wasserfluss vorstellen. Das heißt, hier aus der Quelle kommt der Hauptstrom heraus, fließt hier lang und hier kommen wir zu einer Abzweigung. Und in dieser Abzweigung teilt sich dann der Hauptstrom auf in einen Teil, der hier lang fließt, und einen anderen Teil, der hier lang fließt. Geht hier oben durch, kommt hier zurück und hier vereinigen sich die beiden Teilströme wieder zum Gesamtstrom. Das heißt, und das lässt sich experimentell bestätigen, wenn ich zum Beispiel hier jetzt auch den Strom messen möchte, dann wird da herauskommen 120 mA oder unten natürlich auch. Ich will das nochmal mit dem Wasserbild ein bisschen deutlicher machen. Ich male mal so Wasser in einer halboffenen Regenrinne. Habe hier die Spannungsquelle als Antrieb. Gucken, ob ich das jetzt spontan gemalt bekomme. Und auch hier eine entsprechende Rinne. Und wenn ich die jetzt hier voll mit Wasser mache, dann ist klar, dass dieser Wasserstrom, der eben in die Quelle hineinströmt, angetrieben durch die Quellenspannung, auch hier wieder rausströmt. Die Quelle erzeugt kein Wasser, die vernichtet kein Wasser. Jetzt habe ich hier wieder den gleichen Wasserstrom. Und wenn ich da oben eine Abzweigung habe mit zwei gleichberechtigten Wegen, das heißt also, ein Teil geht nach hier und ein Teil geht nach da weiter. Und dann haben wir dort auch entsprechend weniger Wasser, das auf der anderen Seite hinausströmt. Sagen wir mal, hier würden jetzt 60 Liter pro Minute austreten und hier würden auch 60 Liter pro Minute austreten. Dann ist klar, dass insgesamt durch dieses Rohr 120 Liter pro Minute geflossen sind. Und genauso ist das in dem elektrischen System auch zu verstehen. Mache ich jetzt mal dieses Wasserbild wieder weg und ergänze ein paar Gedanken zur Spannung. Die Spannung liegt, wie gesagt, zwischen diesen beiden Kabeln an. Und dann mache ich mal das hier weg, sonst wird es zu unübersichtlich. Und da die Strommessgeräte das ganze System nicht beeinflussen als geschlossener Schalter, liegt die gleiche Spannung auch hier an. Das heißt, alle Lampen bekommen die gleiche Spannung ab. Ich kann also tatsächlich mit dem Spannungsmessgerät, und im Unterricht mache ich das auch mal nachzumessen, ich könnte mir hier eine Quellenspannung vielleicht von 6 Volt vorstellen, dann liegen diese 6 Volt auch über dieser Lampe hier an, also ja, zwischen diesen beiden Kabeln.
Die 6 Volt habe ich auch da, das heißt, ich könnte hier zum Beispiel noch über einen Extrakreis mit dem Spannungsmessgerät auch dort die 6 Volt Spannung messen. Und das heißt, alle Lampen haben die gleiche Spannung, nämlich die Quellenspannung. Was allerdings wäre, wenn ich noch eine dritte Lampe anschließe, dann würden hier auch wieder die 60 mA durchfließen. Und das bedeutet, an dieser Stelle, wo dieser Stromfluss und dieser Stromfluss zusammenkommen, hätte ich schon 120 mA. Und wenn dann noch ein dritter Stromfluss dazu kommt, wieder von 60 mA, dann hätten wir hier insgesamt einen Stromfluss von 180 mA. Das kann ich dann da oben auch mal ändern. Und je mehr Lampen ich anschließe, desto größer wird mein Gesamtstromfluss. Das lässt sich auch im Experiment zeigen. Der zugehörige Link zu dem entsprechenden YouTube-Video liefere ich bei. Es lässt sich also experimentell zeigen, dass wenn bei einer Lampe 60 mA fließen, dass dann die Gesamtstromstärke bei zwei Lampen 120 mA ist. Bei drei Lampen 180 mA und so weiter. So, und jetzt schlage ich nochmal den Bogen zur Energie. Wir hatten ja das Thema Leistung. Ihr erinnert euch noch, Leistung ist die Energiestromstärke, also wie viel Energie pro Zeit umgesetzt wird. Und die Lampen leuchten alle gleich hell, das kann man im Experiment sehen. Und dann ist anschaulich gesehen völlig klar, dass zwei Lampen in der gleichen Zeit doppelt so viel Energie umsetzen wie eine. Das heißt, die Leistung oder die Gesamtleistung, die Energiestromstärke, ist doppelt so hoch. Nicht besonders tiefgehend ist die Ergänzung bei drei Lampen dreimal so hoch und so weiter. Und jetzt kommt der Abschluss der ganzen Überlegung. Das heißt, wenn ich zwei Lampen parallel schalte, fließt doppelt so viel elektrischer Strom. Gleichzeitig wird doppelt so viel Energie übertragen. Bei drei Lampen fließt dreimal so viel elektrischer Strom und es wird dreimal so viel Energie übertragen und so weiter. Und daraus kommt dann eben die Gesamtschlussfolgerung, dass die Energiestromstärke, also die Leistung, proportional zur elektrischen Stromstärke ist. Was aber nur geht, solange die Spannung konstant ist, also für alle Lampen gleich groß, wie es in der Parallelschaltung der Fall ist. Kurz, P ist proportional zu I, wenn U konstant ist. Und das reicht für dieses Erklärvideo an dieser Stelle.